Okay, du hängst mit deinen Freunden rum, lachst und hast einfach eine super Zeit. Aber dann stellt dir plötzlich jemand die unhöflichste Frage aller Zeiten. Autsch. Wie sollst du darauf nur reagieren? Mach dir keine Sorgen, wir wissen genau, wie du auf charmant witzige Art und Weise kontern kannst. Aber zuerst schauen wir uns mal die Quelle all dieser lästigen und taktlosen Menschen und ihrer unangemessenen Fragen an. Laut der zertifizierten Psychoanalytikerin F. Diane Barth gibt es 6 Hauptgründe, warum dich Menschen mit unangemessenen Fragen konfrontieren. Sie merken nicht, dass es unpassend ist. Offensichtlich nicht. Es gibt einige Leute, die denken wirklich, dass daran nichts falsch ist, dich nach deinem Gewicht zu fragen oder wann du endlich heiraten wirst. Dahinter können viele Gründe stecken, vom Narzissmus bis zur sozialen Angststörung. Aber eines bleibt gleich: Diese Leute können sich nicht in deine Lage versetzen. Die nächste Gruppe von Menschen ist von Natur aus einfach brutal ehrlich. Sie wissen, dass es nicht in Ordnung ist, solche Fragen zu stellen, aber sie können einfach ihren Mund nicht halten. Dann gibt es Leute, die einfach böse sind. Und diese Art von Persönlichkeit will dich wirklich verletzen. Diese Boshaftigkeit kann aus ihrer Unsicherheit herrühren und durch Eifersucht oder Neid entstehen. Wenn sie also auf dir rumhacken, dann nur, damit sie sich selbst besser fühlen können. Es ist also deren Problem und nicht deins. Einige Leute stellen unangenehme Fragen, weil sie sie selbst gestellt bekommen haben. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn man von Zeit zu Zeit den Platz des Angreifers einnimmt, fühlt man sich stärker. Das ist ihre Art zu vergessen, dass sie einmal selbst Opfer waren. Eine andere Gruppe von Menschen stellt diese Fragen, um dir zu helfen. Gib ihnen keine Schuld. Sie können einfach keinen anderen Weg finden, um dir zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Diese Leute stellen unhöfliche Fragen, um auf das Problem hinzuweisen und dich zu motivieren. Und schließlich wollen sich einige deiner Angreifer eigentlich einfach nur mit dir verbinden. Auch wenn das Letzte ist, was du nach solchen Fragen tun möchtest. Wie du siehst, können die Absichten hinter neugierigen Fragen also völlig unterschiedlich sein. Aber deine Antwort kann immer super lässig sein. Und hier sind ein paar Strategien, mit denen du perfekt kontern kannst. Nummer 1. Wechsel das Thema. Ganz genau. Ein Themenwechsel nach unangenehmen Fragen macht dich nicht schwach. Es zeigt deinem Gegner nur, dass du Grenzen hast, die nicht überschritten werden sollten. Du kannst tun, was du willst. Stell eine andere Frage, starte ein neues Thema, lenk sie ab. Deine Möglichkeiten sind endlos. Nummer 2. Antworte ohne zu antworten. Wer sagt denn, dass du eine konkrete Antwort geben musst? Wenn dich jemand fragt, wie viel du verdienst, sag einfach, Durchschnittsgehalt, nichts Besonderes. Oder wann wirst du abnehmen? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Siehst du, dein Angreifer möchte, dass du dich unwohl fühlst, also langweil ihn mit der allgemeinsten Antwort, die du geben kannst. Es wird vielleicht noch ein paar Versuche geben, aber dann wird dir diese Person nie wieder dumme Fragen stellen. Du kannst diese Methode auch kombinieren und gleichzeitig das Thema wechseln. Quasi, ich denk dran, Kinder zu bekommen, aber wie geht's denn eigentlich deinem Baby? Alles gut? Dein Gegner wird anfangen, über sich selbst zu reden und die unangenehme Frage ist vom Tisch. Nummer 3. Gib kurze Antworten. Kurze und nachlässige Antworten machen deinen Angreifer schnell müde und langweilen ihn auch. Wie viel Geld verdienst du denn? Genug. Willst du irgendwann heiraten? Vielleicht. Mit guter Manier beantwortest du unhöfliche Fragen, aber dein Angreifer wird irgendwie wütend, hat aber keine Ahnung, wie er dich darauf ansprechen soll. Und so schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Nummer 4. Lass die Frage stehen. Diese Taktik ist besonders hilfreich für alle, die genug von Geld und Ehefragen haben. Anstatt die Frage aus deiner Sicht zu beantworten, gib sie an jemand anderen weiter. Zum Beispiel, wenn dein Freund dich fragt, wann du endlich eine Gehaltserhöhung bekommst, sag einfach, das wird mein Chef entscheiden. Wenn deine Verwandten neugierige Fragen über deine Heirat stellen, antworte, das solltest du eher meinen Partner fragen. Diese Art von Antwort wird diesem Thema ein Ende setzen und deine Angreifer werden dich nicht mehr damit belästigen. Nummer 5. Stell dich dumm. Meine Lieblingstaktik, die kann ich nämlich am besten, ohne was dafür zu machen. Niemand mag es, dieselbe Frage mehrmals zu stellen. Und interessanterweise fühlen sich einige Angreifer unwohl, wenn sie ihre unhöfliche Frage nochmal wiederholen müssen.
Also, deine Aufgabe ist einfach, tu so, als hättest du die Frage einfach nicht gehört oder verstanden. Sag selbstbewusst und laut, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Das wird die Aufmerksamkeit aller auf dein Gespräch lenken und dein Gegner dazu bringen, Angst zu haben, diese unangebrachte Frage nochmal zu bringen. Oder tu so, als wärst du verwirrt und du keine Ahnung hast, wovon er redet. Das ist die Reaktion, die dein Gegner nicht erwartet und er wird nicht in der Lage sein, das zu bewältigen. Nummer 6. Spiegel. Die Spiegeltechnik ist sehr einfach. Du brauchst nur die Frage direkt an deinen Gegner zurückzugeben. Im besten Fall wird sich dein Angreifer für seine unhöfliche Frage schämen. Wenn sich zum Beispiel jemand über dein Aussehen lustig macht, sag mal, findest du es wirklich cool, so Fragen zu stellen? Wenn jemand mehr über dein Privatleben erfahren möchte, antworte, so, du willst also wirklich die dritte Person in meinem Schlafzimmer sein, ja? Eine weitere Art der Spiegelung ist es, deinem Angreifer die gleiche Frage zu stellen. Du willst wissen, wann ich Kinder bekomme? Was ist denn mit dir? Hast du vor zu heiraten? Versuch aber nicht aggressiv oder unhöflich zu werden. Deine Antwort sollte kühl, aber höflich sein. Nummer 7. Hab Spaß damit. Unhöfliche Fragen sind unbequem, das stimmt schon, aber warum musst du sie denn ernst nehmen? Wann immer du eine unangenehme Frage bekommst, die du nicht beantworten willst, schalt deine schauspielerischen Fähigkeiten ein, schau deinem Gegner in die Augen und sag dramatisch, bitte stell mir diese Frage nie wieder. Der verwirrte Blick auf den Gesichtern der Leute ist unbezahlbar. Was auch immer super funktioniert ist, nächste Frage, das sind streng geheime Informationen. Lass dir nicht von unhöflichen Leuten den Tag verderben. Wie schon die ehemalige First Lady Eleanor Roosevelt sagte, niemand kann dir das Gefühl geben, unterlegen zu sein, ohne deine Zustimmung. Nummer 8. Mach Witze. Warum spezielle Taktiken anwenden, wenn man über die Situation einfach lachen kann? Jede unangemessene Frage kann mit den besten Waffen aller Zeiten bekämpft werden. Der Anwaltskanzlei des Humors, Sarkasmus und der Ironie. Angenommen, du probierst ein cooles Kleid oder Kostüm an und jemand sagt plötzlich, das Kleid steht dir aber nicht so gut. Sag einfach, ach so, deshalb schaut mich jeder an, als ob er es mir vom Leib reißen will. Boom, er ist jetzt schlagfertig und dein Angreifer ist sprachlos. Wenn dich jemand nach deinem Gewicht fragt, sag, es ist das Gewicht der täglichen Sorgen. Falls dich jemand unhöflich fragt, ob du schwanger bist, kannst du beiläufig antworten, wirklich? Warum bin immer ich die Letzte, die davon erfährt? Und wenn sie sich absolut sicher sind, dass du schwanger sein musst und fragen, wann du gebärst, lach einfach und sag, es ist weder ein Mädchen noch ein Junge, es ist ein Foodbaby aus Burgern und Pommes. Ein weiteres beliebtes Thema von unangemessenen Fragen, Mädchen hören die am häufigsten, sind Ehe und Kinder. Also, meine Damen, hört zu, wenn euch jemand fragt, wann wirst du heiraten, kannst du immer sagen, am Samstag. Oh, welchen Samstag? Keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall ein Samstag. Und wenn es zu Fragen um Kinder kommt, ist Sarkasmus die beste Antwort. Mein Lieblingswitz dabei ist, auf diese Frage mit einer Gegenfrage zu kontern, quasi... Willst du wirklich drüber reden? Wenn sie ja sagen, antwortest du, ich aber nicht. Diese Methode funktioniert fast immer. Dummes Benehmen ist auch eine großartige Scherzstrategie. Wenn dich jemand fragt, wie viel du verdienst, sag, ich dachte, die Leute werden in Naturalien bezahlt. Siehst du, du kannst Ironie auf jede unangenehme Frage anwenden, die du bekommst. Es wird für andere schwer, über dich zu lachen, wenn du selbst über dich lachen kannst. Natürlich sind all diese Taktiken und Methoden cool und leider auch notwendig, aber frage dich auch, willst du wirklich mit solchen Leuten rumhängen, die deinen persönlichen Bereich nicht respektieren? Es ist eine Sache, unangemessene Fragen während des Einzelgesprächs zu stellen, aber wenn deine Freunde dich ständig beschämen und in Verlegenheit bringen, dann gehören sie definitiv zu den Menschen, denen du egal bist. Wenn es aber deine Verwandten oder Kollegen sind und du ihnen nicht wirklich aus dem Weg gehen kannst, solltest du ein paar einfache Regeln befolgen. Erzähl ihnen keine Details aus deinem Privatleben. Mehr Details, mehr neugierige Fragen und das willst du bestimmt nicht. Unterhalte dich nicht oft mit ihnen. Sag ihnen, du bist mit der Arbeit beschäftigt oder hast etwas Dringendes zu Hause zu erledigen. Halte keinen Smalltalk mit ihnen. Sag Hallo und sei still. Diese Menschen lieben es zu reden, mehr als alle anderen, aber so werden sie sich schnell mit dir langweilen. Stimme ihnen nicht zu. Oh, diese Spaghetti sind ganz schön lecker, oder? Finde ich nicht so. Mann, diese Band ist ja ganz schön der Hammer, oder findest du nicht? Na, ich weiß nicht. Nochmal, sie verlieren schnell den Wunsch, mit dir zu reden. Und schließlich, spiel das gute alte Ignorieren-Spiel.
Du hast das Recht, selbst Menschen zu wählen, mit denen du zusammen sein willst. Und Nein zu den Giftigen zu sagen, die nur dein Selbstvertrauen und deine Stimmung ruinieren wollen. Also nutz es. Was ist mit dir? Wie beantwortest du normalerweise unhöfliche oder unbequeme Fragen? Hast du noch irgendwelche Methoden oder Sprüche, um gekonnt zu kontern? Schreib's unbedingt unten in die Comments. Gib uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und klick auf Abonnieren. Denn so kommst du zu uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.